live hier von der Glow Convention und jetzt stehe ich hier mit Palmira. Hallo. Hallo. Beim Essence Stand und das nicht ohne Grund, denn Palmira hat mitgearbeitet bei einer Palette und die gab es uns gleich mal zeigen. Was ist das denn für eine? Genau, also ich habe die Vintage Rose Palette entwickelt zusammen mit Essence und drei anderen Bloggern. Und das ist eine Lidschattenpalette. Ich habe mich für Lidschatten entschieden. Die sieht so aus. Sie hat 5 Lidschatten, einen Eyeliner und noch einen Highlighter mit drin. Damit könntest du dir eigentlich alle Looks machen. Also natürlichen Look mit den hellbraunen Tonen zum Beispiel und den anderen dunkelbraunen. Oder auch einen romantischen Look, indem man die, den Rosaton mit reinnimmt. Das genau. Dieser Rosaton ist super schön. Und dann kann man sich auch direkt einen Eyeliner damit ziehen. Und den Eyeliner kannst du aber auch als Eyeshadow Base benutzen, indem du den davor drauf machst. Perfekt, also quasi alles in einem. Genau. Sehr schön. Und wie war das denn? Wie hast du denn da mitgearbeitet? Also Essence hat sich Blogger rausgesucht, mit denen sie gerne arbeiten möchten. Und darunter sind 2 aus Deutschland, eine aus UK und eine aus den Niederlanden. Und dann haben wir uns zusammen getroffen und hatten Produktmeetings, wo wir dann entschieden haben, was wir für Paletten kreieren möchten. Und ich habe mich dann ganz schnell für eine Lidschattenpalette entschieden. Und bei den anderen Paletten haben wir eigentlich ganz unterschiedliche Sachen. Eine ist mehr fürs Gesicht, die andere ist für die Augenbrauen. Und da sind wirklich unterschiedliche Sachen dabei. Sehr gut, Palmira. Vielen Dank. Noch ganz viel Spaß hier auf der Glow. Und euch auch. Ganz schön viel los hier auf der Glow, kann man echt viel erleben, sehr viele Beauty-Stars getroffen, ganz viele neue Produkte gesehen und natürlich darf natürlich auch nichts für den Magen fehlen. Und guckt mal, was ich hier entdeckt habe, Zuckerwatte, juhu, dankeschön, Zuckerwatte, sehr gut, das darf nicht fehlen, das ist mal richtig Glow, ne?